Hi Leute, herzlich willkommen zu Landwirtschaftssimulator 2015. Wir sind hier auf einer neuen Map und die ganze Bande ist auch mit dabei. Und zwar einmal der Sachsen-Netzplayer, Randy. Hallo. Der Pixel Spaß. Moin. Und der Koch, Björn. Mahlzeit. Wir haben hier eine komplett neue Map ausgegramert aus dem Archiv. Und zwar die, wie hieß sie? Old Times, ne? Old Times, ja. Old Times. Wir können ja alle mal die 9 drücken, dann sehen wir nämlich mal, wie schön klein die Map ist. Das hat nämlich folgenden Grund. Und zwar, wie ihr vielleicht in dem Videotitel schon gesehen habt, handelt es sich hier um ein Nostalgieprojekt. Ja, wir haben gedacht, wir starten mal ein Projekt im Landwirtschaftssimulator, was rein auf Nostalgie, was rein auf alte Geräte geht. Ja, so 90er und vorher und so ein bisschen historische Sachen. Was? Vorm Kaiser. Vorm Kaiser, genau. Ja, und wie gesagt, und wollen dann quasi hier mal ein bisschen rumrödeln. Deswegen haben wir auch nur so eine kleine Karte, weil große Maschinen werden wir hier nicht bedienen. Und haben hier schon mal eine kleine, dezente Auswahl an Traktoren, dass wir vier erstmal was zu tun haben. Aber die Folge ist ja die 000. Das heißt, hier wird noch nichts gearbeitet, sondern hier wird erstmal die Karte vorgestellt und unser Vorhaben, was wir jetzt machen wollen und natürlich auch alle Mods, die wir drin haben, weil da sind Sachen dabei, die sind so mega geil. Und ja, deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ein paar von meinen, wenn ich kurz einspringen darf. Na klar. Ein paar von meinen Leuten werden ja die Karte noch kennen, die haben ja schon im 13er gezockt, im Singleplayer, der hat auch im Singleplayer. Aber irgendwie gab es im 13er weniger solche Mods wie jetzt hier im 15er, habe ich das Gefühl. Also diese auf alt gemacht, ne? Oder diese ja, alten, ja. Diese Nostalgie-Mods, da hatte ich damals nicht mehr ansatzweise so viel. Aber ja, an sich hat sich an der Karte schon mal bleiben groben hinein schon etwas verändert. First Aspect hat er halt mit dazugefügt und er hat was größer gemacht, aber im Großen und Ganzen bleibt das eine kleine, feine Karte, wo wir auch schon mit den Maschinen eigentlich ganz gut ausgelastet sind. Und ja, alle Felder gehören uns, 9 Felder haben wir, ein bisschen Kühe, ein bisschen Dings. Ja, aber Wassermühle, Biomasse, Reederei, Transportfirma, Windmühle, Molkerei, dann die Tierchen. Yep. Ja. Das sind erstmal, sind ja auch wie gesagt die Standardsachen, die im LS sowieso drin sind. Wir haben jetzt hier keine größeren verzwickten Wirtschaftszweige oder sonstiges. Das ist erstmal nebensächlich, weil das Hauptaugenmerk soll halt wirklich hier auf der Nostalgie, auf den alten Maschinen liegen. Und oh, das wird sowieso hier mein Liebling. Die hier allein. Den hab ich aber mir gekauft. I love nee, it. Den habe ich erst dazu gekauft, weil wo du dann gesagt hast, wir sind einer mehr, ne? Genau, weil du mich vergessen hattest, ist meiner. So. Nee, Spaß. Wir haben ein Startkapital von 9.988, haben nichts in den Lagern. Und ich würde sagen, wir schauen alle mal zum Händler rein und switchen mal auf die Mods. Einmal mit Taste P. Taste P und dann einmal auf die Mods. Und schauen uns einfach mal alles an, was wir hier drin haben. Beziehungsweise. Wir fangen mit den Sonderangeboten an. Genau, beziehungsweise Björn kennt ja das Modpack ziemlich gut, weil viele Mods auch von ihm, von dem Lohnunternehmen sind. Und du könntest ja zumindest schon mal was über die Mods sagen, welche jetzt hier keine Fahrzeuge sind oder sonstiges, sondern was wir so zusätzlich an Erweiterungen drin haben. Ja, an Erweiterungen haben wir drin den neuen Mod aus dem Mod-Contest. Als Script, der den Untergrund etwas weicher machen tut, gerade beim Flügen, wo man dann auch schief fährt und sowas alles. Ansonsten haben wir drin die Standard Drive Control, die wir auch auf der Südhammer mit verbaut haben. Und jetzt muss ich mal kurz selber mal kurz looksen. Ich habe so viele Mod-Pakete im Kopf zurzeit hier. Des Weiteren ist natürlich auch der Verbrauchsmod mit drin. Das sowieso, weil ja ohne Spritverbrauch macht das ja keinen Spaß alles. Ja, ansonsten geht's weiter. Und zwar Fast Forward natürlich drin. Dann Ballenzähler und den Runtime Distance, das ist einfach der Kilometerzähler. Ansonsten haben wir hier gar nichts Schwieriges verbaut, Chop and Straw noch, um die Optik einmal wieder nicht anzuheben. Und der Rest ist alles, ja, Fahrzeuge. Ja. Da würde ich mal übergeben an den Tino, weil der Tino, der kriegt ja immer so einen kleinen harten. Genau, wir teilen uns da auf jeden Fall ein bisschen rein, kann jeder ein bisschen was über die Mods sagen, was wir jetzt hier drin haben. Und zwar fangen wir einfach ganz oben an mit den Erntemaschinen. Da haben wir auf jeden Fall mehrere Drescher drin von Alali oder vom Alali Modpack und zwar Fortschritt Drescher. Wir haben den E514, wir haben zweimal den E514, einmal in Green und einmal in Normal oder wie? Ja, Kackgrün. Kackbraun. Dann haben wir nochmal den E512, das dürfte eine Nummer kleiner sein. Ja. Obwohl der etwas moderner aussieht, das sieht schon aus wie ein Nachfolger. Aber von der Zahl her passt es nicht. Egal. Dann haben wir ein E302. Das ist natürlich, ja. Häcksler?
Nein, Rasenmäher. Rasenmäher. Das ist ein Rasenmäher. Ja. Kleiner Rasenmäher. Der schwadert doch nicht, der tut nur mähen und fertig. Da sitzt du auch bloß drinnen, da kommst du dir vor wie so eine Telefonzelle. Ja, mega. Ja, dann haben wir natürlich noch den E281. Ich denke, das ist auch der bekannteste von extra. Fortschritt. E281, einmal in blau und einmal in grün eben, mit 150 PS dagegen schon. Dann haben wir drin, ja, den Name kann ich, polnisch ist nicht meins. Aber ist russisch, oder? Oder russisch. Ist russisch. Ja. So, my friends. Don. Don. 1500 A, das gute Stück 28.000. Leider keine Angaben, was jetzt die PS-Zahlen oder sonst was betreffen. Aber der sieht auf jeden Fall schon ein bisschen bulliger aus. Und da schauen wir mal, lassen wir uns mal überraschen. Ist im Mod-Paket der etwas größere, also es ist etwas größer wie die Fortschritt. Das ist schon für die fortgeschrittene Version nachher. Ja. Okay, das ist cool. Dann haben wir noch drin den Fahr, den M66, mit 54 PS, 1500 Liter Kontankvolumen und ja, auch sehr, sehr nice. Dann den Lizard 7210, den haben wir jetzt als Startdrescher auch schon hier mit auf der Karte. Dann haben wir den Lizard 58 mit 78 PS, das ist auch schon wieder, glaube ich, etwas neueres Modell. So hart an der Grenze, oder? Zum Nostalgie. Ist aus dem 2013er, aus dem Old, aus dem Oldtimer-Paket alles, die Lizard. Genau. Dann haben wir nochmal einen Fortschritt E281. Dann haben wir den Fortschritt E516B1. Auch sehr, sehr cooles Teil. Wie viel hat der eigentlich? Eines der letzten Modelle, glaube ich, sogar ja, gewesen. Genau. Der hat auch schon 7.500 Liter Kontankvolumen. Also das wird der Endgegner, der Drescher. Ach nee, der Endgegner wird der E524 wahrscheinlich. Nee, der hat ein kleineres Volumen. Egal. Den E524 haben wir auf jeden Fall auch noch drin. Dann haben wir noch den E673. Das ist Kartoffelernter, meine lieben Freunde. Dann haben wir noch den Niva SK5. Auch sehr, sehr cool. 140 PS. 3000 Liter Volumen. Und wir haben das passende Schneidwerk zum Niva dazu. Und ja, das sind erstmal die Drescher. Das sind, würde ich sagen, für Nostalgie schon allerhand Drescher. Das muss man wirklich mal... ja, doch festhalten. Ich würde ganz schnell noch durch die Schneidwerke switchen, weil die einfach dazugehören. Da haben wir einmal für den Fortschritt E514 Schneidwerke drin und dann noch den Maiscutter drin. Dann haben wir für den E295 noch, E302. Das sind natürlich verschiedene Schneidwerke, die aber kompatibel sind. Das JU6 haben wir noch drin, die Cutter RSM. 9 Meter breit, das ist auch schon eine ordentliche Arbeitsbreite eigentlich. KZS Sample Mod, auch ein Korncutter, dann VM66 Schneidwerk, Lizard 7210 Schneidwerk, das dürften wir jetzt auch aktuell hier schon mit im Besitz haben. Ja. Dann den Lizard 58 Schneidwerk, dann Mais Schneidwerk nochmal, Fortschritt E295E Schneidwerk, E516B Lista, Prototyp MSW von Fortschritt Korncutter, dann Prototyp GSW, oh, 6,60 Meter sogar Klapper, da gehen wir ja hier. Das sind, glaube ich, der heißt nicht umsonst Prototyp, weil ich glaube, die wurden nicht mehr gebaut. Nein, das ist schon halb Prototyp. Ja, also vielleicht eine Entwicklung stecken geblieben, Fortschritt genau. Dann verschwunden, keine Ahnung. Egal, dann haben wir Fortschritt GSW noch mit 5,50 Meter Arbeitsbreite, noch 2 Maiscutter dazu von Fortschritt. Dann nochmal GSW, nochmal GSW und so weiter und so fort. Also ihr seht, wir haben... Oh, das Lanz-Schneidwerk sieht aber auch sehr interessant dazu aus. Dazu möchte ich was sagen, das ist ein... Eigentlich müssten wir mit dem Drescher zeitgemäß anfangen, rein theoretisch, weil den tust du hinterm Traktor hinterherziehen und wie früher wirklich dann abdreschen erst. Und ohne automatisch, also der hat dann zwar schon einen Korntank verbaut, um einfach das technisch hier im Spiel umzusetzen, aber da sitzt noch hinten jemand einer drauf und pflügt und lenkt das Ganze noch. Das sieht boah, das müssen wir wirklich machen. Richtig geil aus, ja. Das ist wirklich also, cool. Ne? Auf jeden Fall. Den kann ich nur empfehlen. Ja, wer möchte, Flüge. Was haben wir da Schönes? Komm, Pixel, erzähl mal. Ich habe doch keine Ahnung. Soll ich nur vorlesen? Moment, kann ich machen. Moment. Flüge. Ja, Flüge. Also, da haben wir einmal, ich glaube, das heißt Used 6 Head Plow. Also, das ist eine... Ja. Also, ein benutzter 6 Scharflug. Ah, danke schön. Ja. Und dann gibt es einen 5 Scharflug, auch Used. Genau. Und dann gibt es hier PLN 335... Das ganz kurz, zu sein, ja. Genau, das ist auch ein 3-Scharflug. Mhm. Und das nächste wäre dann der 4-Scharflug mhm. vom selben Hersteller.
Ganz toll. Und ja, ist cool. Und dann haben wir auch wieder, das wieder ein 4-Scharflug. Ich sehe das, das wiederholt sich. PLN 5, lass mich raten, das ist ein 5-Scharflug. Du kannst kombinieren, das ist unglaublich. Ja, ist krass, ne? 6-Scharflug haben wir dann auch noch von PLP. Achso, gut, der Hersteller ist wohl dieses etwas längere russische Wort, was ich mich auch nicht rantraue. Warte mal. Nee, egal. Dann haben wir den Lizard 039D. Das ist, was ist das? Oldtimer, das ist ein 3-Scharflug Oldtimer Paket. Ah, okay. Genau. Aber ist auch der mit der größten Arbeitsbreite meines Erachtens mit 2,80 Meter, weil selbst der 6-Scharflug erreicht nur 2 Meter. Oh ja. Das ist 2,10 Meter. Krass. Man muss noch dazu sagen, die ersten beiden Flüge basieren auf einer Lenkachse, die hinten dran hängt. Und die anderen Flüge sind einfach an die Maschinen dran gekuppelt. Bis auf den P435 Paar. Der ist auch mit einer, ja, nicht Gelenkachse, aber über eine Deichsel angehängt. Der Rest wird alles direkt an das Fahrzeug angehängt. An die Dreipunktaufnahme, ne? Genau. Und ist dadurch starr, auch beim Wenden. Ist halt beim Wenden natürlich interessant. Ja. Ja. Dann machen wir noch die Güllefässer. Da ist auch nicht, sind auch nur 3 Stück. Warte, da muss ich jetzt auch wieder gucken. Ich blicke hier immer noch nicht so ganz. Warte mal. Einfach Escape und dann Güllefässer daneben anwählen. Ah, zurück. Okay. Güllefässer. Ja, da haben wir einmal den Fortschritt HTS mit 10.000 Litern und einer Arbeitsbreite von 10 Metern und benötigte Leistung, das ist ja auch ganz nett, das habe ich auch nicht gesehen, 100 PS, also da kann man auch nicht jeden dranhängen, ne? Da braucht man... Nee. Gut. Also mit 50 PS oder so, da wird es da schon sehr, sehr kritisch. Leer vielleicht. Okay. Ja. Dann haben wir das, das ist nochmal drin, wieso ist das zweimal drin und kostet dasselbe, das verschiedene Farben oder was? Verschiedene Optiken, ja. Ah ja, okay. Und dann haben wir das kleine Güllefass von Lizard, das hat aber noch mehr Fassvolumen, das hat 12.500, also ja, da steht aber auch nichts dazu, was die benötigte Leistung ist. Genau, also gibt nicht jeder an mit der benötigten Leistung, das ist halt immer das, aber naja, gut. Ja, war's das? Ja. Ich glaube, bei Diverses, ich glaube, da kann uns auf jeden Fall Björn was dazu erzählen. Ja, also da haben wir einfach den HW-Viehtransporter, der passt natürlich optimal zum W50-Viehtransporter, den wir natürlich auch mit drin haben nachher noch. Ist einfach ein Anhänger, ein Deichselanhänger für die Viecher oder für den Tino, je nachdem. Dann haben wir noch das rollende Büro, das kennen viele von meinem Server auch schon. Das ist der Pausenwagen, der hat so einige kleine spezielle Features, auf die wir... Den holen wir definitiv. ...später noch hinzukommen. Ja, wir müssen irgendwo das Bierchen trinken gehen können, oder? Na klar, Feierabend. Und als letztes haben wir noch drin, was hier natürlich auch Sinn macht, was wir auch probieren werden, die Abschleppkette. Ist angeblich ein Fun-Mod, aber wir werden sehen, ob es dann auch Sinn macht oder nicht. Dort kann man sich dann an seinen Vordermann anhängen und dann zu zweit oder mäßig abschleppen lassen. Oder eventuell sowas wir probieren werden, die doppelte Leistung auf die Arbeitsmaschinen bekommen. Ich denke, das wird der Vordergrund sein. Gerade wenn wir nicht so leistungsstarke Arbeitsmaschinen haben, einen Flug oder einen Grubber oder so. Weil wir haben noch einen sehr, sehr coolen Mod hier mit drin. Ich weiß nicht, ob du es vorhin gesagt hattest, mit diesem realistischen Unterboden, gerade auf den Feldern. Ja, das hatte ich gesagt, ja. Das ist auch genau. der das Fahrzeug einsinkt und, ja. Genau, und das wird dem Fahrzeug natürlich noch mehr abverlangen, weil Randy hat es schon mal ausprobiert, in Flug, hinten dran 2 km/h, dann war schon ein Sense mit dem Traktor, den wir hier haben. Und das ist natürlich nicht gerade sehr, sehr vorankommend. Aber wir werden natürlich probieren mit der Abschleppkette, 2 oder sogar 3 Traktoren an den Flug dran zu hängen und versuchen damit zu arbeiten. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das funktionieren wird. So, Randy, du kannst dann die Traktoren übernehmen. Oh, große Ehre. Ehrlich? Große Ehre. Ganz große Ehre. Ich nehme diesen Preis nicht an. Okay, mach ich's. Wir haben immer den MDZ 82. 80 geht's los. Oh, Entschuldigung, so rum. Also, war noch ein Pfeil nach links. Also, es geht mit dem MDZ 8 Schluss für 3500. Ja, mit einer Leistung von 80 PS. Weiter geht's mit dem 82er. Der hat dann schon sehr an 82 PS. Awesome! Mich wundert, dass sie da nicht einen Preis aufgeschlagen haben, ne, weil 2 PS mehr. Dann geht's auf jeden Fall weiter mit nochmal einem 82er, aber halt in einem Old-Design. Also, sprich, ist halt alles verrostet und nicht mal lackiert. Alter, darf ich ganz kurz was sagen? Der MTZ 82, der hat einen Sportluftfilter. Deswegen hat er die 2 PS mehr. Glaub mir. Okay, kannst du weitermachen. Weiter geht's auch noch von Ali sein Modpack, und zwar den Rabatt Steiger 250. Ali. 5500. Oh, nee. Was denn? Ich hoffe, er hat's nicht gehört. Der Motto. Alali, nicht Ali.
Ali, ist da, wo du den Döner holst. Stimmt, auf jeden Fall hier den Rabatt steigert, 250. Interessanterweise gibt es gerade mal für 5.500, hat aber 300 Peso noch mal der alte Hose. Gehört auf jeden Fall dann schon zu denen, wo man sagen könnte, da haben wir die Abschleppkette dran und ziehen dann die anderen von mir aus. Das Ganze gibt es dann auch noch mal in Doppelradausführung, macht aber keinen preislichen Unterschied, auch nicht PS-Zahl. So, das, dann haben wir die wunderschönen IFA-Trucks. Ja, vor 15.000, einmal in grün, einmal in rot, haben auch 125 PS. Ich glaube, die kennt auch jeder. IFA, ja. Die W50, also ich glaube, das sind so die bekanntesten alten LKWs, weil die wurden ja extrem viel eingesetzt. Also die fahren heute noch rum. Hat mir L60, W50, das ist so echt bekannt. Na egal. Richtig, ja, das gibt es immer in, was war das jetzt, grün, rot, grau und Farben green, halt. Auch wenn er da blau ist aus irgendeinem Grund. Und dann halt nochmal in grün, wie über die 15.000 ist auch ein angenehmer Preis. Du musst. Ich muss kurz einhaken, und zwar hinten der W50 Green Truck ist ein Sattelschlepper. Die anderen dort vorne sind alles Wechselbrücken. Ach, der hat eine Sattelplatte drauf? Ja. Ah, nice. Die Vorderungen sind Wechselbrücken, dafür gibt es auch die passenden Aufbauten zum Aufbau. Und der hintere ist einfach ein Sattelschlepper im Endeffekt. Das ist geil, meine Nippel. Ist begeistert. Ja. Weiter geht's mit den Bronjas Bucky Whisky, Dracu Whisky, Lösler, D50-75M für 36.000, ist im Endeffekt, den haben wir dementsprechend auch hier, da geht der Tino so drauf ab, hat schon mal 90 PS unterm Arsch, was schon mal sehr viel wert ist. Und Raupen. Dann haben wir den HDZ 16331, auch nochmal für 15.000, hat auch 180 PS schon unterm Arsch. Ist dementsprechend auch was. Er hat auch vorne irgendwas dran, was ich nicht so ganz verstehe. Na, die Dreipunktaufnahme sieht sehr interessant aus. Ja, scheint keine Dreipunktaufnahme zu sein. Na doch. Aber whatever, was das ist, wir werden es ja später sehen. Dann haben wir nochmal den X-Cap Kovacis Transporte für 53.900 oder auch T150-0509. Der hat auch schon mal 175 PS in der Marsch. Dann der AAK Tralüske, irgendwas auch immer, für 37.600, wird halt auch die 4 Alatec genannt. Hat auch 110 PS so rum. Ja, dann haben wir den Kiwi Scandis Kroleska für T70C. Partlinge, Junge. Ja, stimmt, Partlinge. Dann machen wir noch den T47. 74. Auch nochmal irgendwas Russisch, von mir aus. Dann haben wir nochmal so eine Raube, die sieht aber um einiges schon moderner aus, hat auch 150 PS in der Marsch. Dann das Lizard-Ding, was aus dem 13er von diesem Ort gedöns ist. Dann nochmal der andere Lizard, der grüne, dementsprechend auch. Dann hier der Ferguson, den haben wir auch vor kurzem bei Mad Planet vorgestellt. Das ist mit 14 PS der kleinste und schwächste, aber ja, kann man ruhig damit Spaß haben. Dann den IHC 1255, dann den Schluter 1500 V, sollte auch jeder kennen, den hatten wir zum Beispiel im Fruitorder-Projekt mit drin. Auch richtig geil, das Ding. Ja, der hat auch seine Hand so an den Stäben, wenn der so fährt. Der fährt noch mit einer Hand, ist eigentlich ganz nett. Dann der Universal von Rumänia, also aus Rom, ne? Lässt sich Rumänien verstehen. Meinst du, nicht aus Rom, Rom war Italien. Ja, Romania. Und Julius und Romania kannst du ja, 150.000. Dann UPT, whatever, was das für eine Landesflagge ist. Dann natürlich Fortschritt CT 303, den hatten wir auch früher drin, das ist eine schöne Maschine. Der hat sogar im Innenbereich, hat er an Dynamo Dresden Aufkleber, warum auch immer. Der hatte aber früher hinten mal so... Der Motor könnte vielleicht angehaucht sein, was das betrifft. So ungefähr. Und dann noch die Massey Ferguson. Danke für 698. Ja, das ist im Endeffekt mit 79 PS auch noch ein kleiner. Aber da wollen wir schon wieder zu modernen, deswegen. Hab schon erstmal nicht geguckt. Ja. So, Tino, Frontlader. Und zwar Frontlader haben wir auch den PTS 77 drinne. Sehr interessantes Gerät. Für 39.000, 4.500 Liter Schaufelkapazität, was eigentlich schon mal sehr, sehr gut ist. 90 PS das Ganze. Und das Coole ist, man kann die Schaufel direkt oben drüber kippen und nach hinten abladen. Nice. Also man kann vorne reinschaufeln und dann zack, einmal die Maus ganz hinterziehen und dann die Schaufel quasi hinter sich den Anhänger beladen. Sehe ich das richtig? Ja. Das ist so geil. Anhängen kann er nicht. Ja, aber er könnte den Anhänger hinter sich beladen. Theoretisch. Nein, theoretisch, ja. So, und dann haben wir eben noch ein PKU 08, einfach ein Frontlader halt dran am Baugerät drin. Mittel verrostet. Genau. So. Ja. LKWs haben wir hier, um dann nicht ganz zu lang zu werden, haben wir den Ural 5557,
Kostet 35.000 Euro, hat schon 154 PS, was glaube ich auch so etwa hinkommt. KW. Mit dem Ganzen haben wir in zwei Versionen, einmal mit dem normalen Aufbau, wo dann alles reinpasst, und einmal mit dem Häckselgutaufbau, der dann auch diese leichte Schräge nach oben hat. Des Weiteren haben wir dann schon die letzte Version von der guten alten IFA, den L60, der aus dem Convoy Pack. Der hat auch verschiedene Aufbauten und ist sehr, sehr geil animiert, muss ich sagen. Das gucken wir uns aber später an. So, ich gehe weiter an Pixel mit den Kippern. Ja, die Kipper. So, da haben wir IFA W50 Trailer. Da steht nichts Genaues dabei. Mit einem Kipper-Anhänger können Fruchtarten transportiert werden. Wie groß ist der? Also nur ein kleiner, ne? Das ist ein ganz kleiner. Genau, ja, das sind die Wechselbrücken für die W50. Ah, okay, gut. Genau. Dann haben wir hier das Silo-Trailer für Heu und Stroh. Dann haben wir den HW80-Trailer, der ist dann auch zum Anhängen, aber da steht auch nichts dabei, wie groß die sind, ja. Wie viel die... Das ist so ein bisschen schade. MBP-Grey-Trailer. Und dann haben wir den Silage-Trailer, den Green-Trailer, den HW80-Trailer, den haben wir auch schon, sehe ich gerade. Und was ist Tree? Das ist extra für Holz, ne? Kann das sein? Ne, das ist der Holzaufbau oben. Der Holzaufbau. Ach, okay. Das ist einfach erweitert, ja. Gut. Da kann man ein bisschen mehr laden. Okay. Ach so, weil es höher ist. Okay. Genau. Und dann ist das der 8011. Wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen, weil ich keine Ahnung habe. Kein Problem, sind nur Anhänger. Genau, EHK C60. EHK C60 etwas höher. Dann für Milch. Und für Wasser und Milch, so wie es aussieht. Also einmal Milch und einmal Wasser, genau. Ja, genau. Okay. Und dann haben wir hier den Fortschritt HW80. Ah, das ist mit Ackerbereifung. Da steht jetzt auch die Kapazität, 5000 Liter, 10 Tonnen. Ah, und dann haben wir, genau, das ist der doppelte Kapazität. Und dann haben wir 15 Tonnen, das ist ja cool. Und dann haben wir den mit Plane und cool, das ist super. Also das finde ich gut. Haben die einen Unterschied? Also die mit Plane und ohne Plane, außer dass man nicht reingucken kann? Optik. Nee, Optik. Nur Optik, einfach, ja. Gott. Der kleine Kipper mit 8900 Liter für alle möglichen Früchte und der etwas größere, stimmt das? Ja. Ja, Fortschritt HW80 auch wieder für alle möglichen Früchte und dann einen mit Planen nochmal, auch für alle Früchte und auch Milch und Wasser. Der von TSL, der HW Plan ist richtig geiler Mod. Das ist ein sehr, sehr, sehr geiler Anhänger. Den habe ich selber schon vorgestellt. Super Teil, muss man wirklich sagen. Okay. Ja, ich würde dann direkt mal weitermachen mit den Grubbern. So, da haben wir nämlich einfach nur KPS4 Grubber drin, das ist ein 4 Meter Grubber, dann haben wir noch den ZP8 drin. ZP8 ist einfach nur eine Erweiterung, um quasi hinten zwei Grubber noch dran zu hängen. Also ihr hängt diesen ZP8 an den Traktor dran und dann könnt ihr an den ZP8 einmal links und einmal rechts jeweils einen Grubber dran hängen, habt natürlich doppelte Arbeitsbreite. Sehr, sehr cool. Cool. Ja, dann den Lizard 121 ZX mit 2,50 Meter und den Homemade Ripper ist das meiner Meinung nach kein Grubber, ist eher was zum, ja, einmal umdrehen. Ja. So, dann gehen wir direkt mal weiter zu den Sämaschinen. Da haben wir die SST-12V mit 5,40 Meter Arbeitsbreite, auch sehr, sehr cool. Spurreiser links und rechts noch dran. Dann die Astra 3.6a mit 3,60 Meter. Dann haben wir hier auch wieder SP-72. Das ist zum Beispiel... Ja, doch, das dürfte auch wieder einer sein, wo man zwei Sämaschinen dranhängen kann, ne? Zum Versetztfahren dann nachher auch, ja. Ach, sogar zum Versetztfahren, stimmt, der hat denn noch einen Ausleger. Und dann haben wir noch den ZP10, der ist für, was ist das? Der ist auch für Kupplung, dass man mehrere zusammenkuppeln kann dann. Der ist cool. Dann mit dem ZP72 und dem ZP7. Also können wir quasi mit solchen einfachen Sachen oder nostalgischen Sachen können wir auch... quasi unsere Arbeitsbreiten dann einfach erhöhen und ein bisschen effektiver arbeiten, weil ihr habt ja genau. Gesehen, wir haben Traktoren drin, die eben über 200 PS haben, die das auch locker schaffen dann. Dann haben wir die Lizard SWG 216A drin mit 2,70 Meter und ein kleines Highlight, TSL 8M Sieder, 8 Meter Arbeitsbreite, Kapazität 7000 Liter, das ist natürlich schon meine Hausnummer, würde ich ganz klar sagen. Ja. So, soll ich noch eins machen oder... Ich mache immer weiter. Dann ja. Spritzen haben wir standardmäßig drin. Die Monsoon Triton 200 ist jedem bekannt aus dem Oldtimer-Paket, aus dem LS13, der das schon gespielt hat. Ja. Dann gehen wir mal rüber zu den Mähwerken. Das ist auch nicht viel Besonderes. Ja, was ja schon besonders, aber nichts Aufregendes. Die Kier 1.5, das ist ein Mähwerk mit gleichzeitigem Häckselauswurf. Also Anhänger dran, Mähwerk ran und los geht die ganze Luzi. So, dann haben wir Ladewagen. Ladewagen haben wir Fortschritt drin, in verschiedenen Größen, 30.000, 45.000
Und 47.000 Liter, optisch ein sehr gutes, sehr schönes Highlight. Hat nämlich alles noch Holzplanken drin. Aber er funktioniert super, sieht very nice aus. Dann gehen wir weiter zu der Ballentechnik. Da haben wir ein bisschen was drin, was wir auch probieren werden. Einmal den Ballenlader von Lali. Dann den Heston 5580 Ballenproduzenten, der macht Rundballen. Dann haben wir hier ein ganz tolles Ding. Da muss ich sagen, erstmal hinten anfangen mit der Velga. Velga macht kleine Mini-Quaderballen. Dazu kann man passend anhängen den Krone Emsland BTU Aal. Der sammelt dann automatisch. Wieso, was jetzt? automatisch die Ballen von der Velga auf und entlädt sie dann auch wieder. Das war meine Flasche, sorry. Aufpassen muss, zwecks der Leistung des Spiels mit der Engine, weil es sind 245 kleine Ballen, die dort dann abgeladen werden mit einmal. Das würde ich gerade sagen, man beachte mal wirklich die Kapazität, das ist heftig. Also das müssen wir ausprobieren, ob das performance-technisch dann umsetzbar ist, ne? Ja. Ja, und dann sind wir schon wieder durch, ja. Sind wir hier schon wieder auf dem normalen Bildschirm. Ich würde sagen, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, würde ich sagen, das ist Folge 00, nicht der WC-Reiniger, aber mehr Spaß dran. Der Sachse und fliegt. Der Sachse fliegt immer, ja. Der Manus auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der ersten Folge morgen dann. Warte, und dann ich muss auch noch was loswerden, aber mach du erst mal. Dann grüße noch deine Eltern. Oma, Opa. Ja, ja, Leute, ganz, ganz wichtig ist uns natürlich erstmal, was haltet ihr von dem Projekt? Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, spammt uns zu, wir werden jeden lesen, wie ihr das Projekt findet. Ob ihr das sehen wollt, Daumen nach oben geben, einfach wenn es euch gefällt, wenn ihr da mehr sehen wollt, wenn wir da richtig durchstarten sollen hier. Und ja, wie gesagt, wir werden hier auch nicht abweichen von den alten Maschinen. Das wird alles etwas zeitaufwendiger werden, wie es natürlich jetzt bei Südhämmern ist oder bei Forst oder whatever. Wir werden sogar versuchen, noch ein paar alte Sachen reinzubekommen und ein bisschen Forst zu betreiben, weil ein, zwei Sachen haben wir da auch schon gefunden. Und ja, das alles nach und nach ist kein Projekt, was jetzt in 20, 30 Folgen wieder vorbei ist, sondern wie gesagt, da muss man eben ein bisschen Zeit mitbringen, aber ich denke, das ist ja auch das Spannende und gerade mit den alten Maschinen zu arbeiten, auch das Interessante an der Sache und wie gesagt, spammt uns zu mit Kommentaren, wie ihr es findet und gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr das sehen wollt und gebt einen Daumen nach unten, wenn ihr es eben nicht sehen wollt, wenn ihr eben nicht so überzeugt seid oder whatever und schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei, denn die findet ihr alle in der Videobeschreibung und da kommt der Randy schon, das ist so schön mit meiner Raupe. Ja, und ich bin erstmal raus, wenn noch jemand was loswerden will. Für mich vielleicht solltest du noch kurz erwähnen, wie oft die Folgen kommen werden, ach so, wenn sie kommen sollen. Ganz wichtig. Und zwar Upload-Plan. Es wird kein 7-Tage-Projekt werden, sondern aktuell ist geplant Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag. Also 4 Tage die Woche oder 4 Parts die Woche werden kommen. Immer einen Tag Abstand dazwischen, außer eben Sonntag auf Montag. Es geht dann quasi mit Montag wieder weiter, Mittwoch, Freitag, Sonntag, Montag und so weiter und so fort. Und ja, das ist erstmal der Plan, weil eben, wie gesagt, Südhämmer noch mit 7 Tagen läuft und Forstprojekt noch mit 5 Tagen die Woche läuft und ja, Björn ja auch noch andere Sachen hat, Pixel auch noch andere Sachen und so weiter und so fort. Und wir schauen erstmal, wie es ankommt bei euch und deswegen, ja, seid ihr da erstmal informiert. Also ein Däumchen reinhauen, sonst war das ja nichts. Däumchen? Däumchen wären Träumchen, würde man jetzt sagen. Schaffen wir die 10.000 Klicks, das wäre so eine unendliche, die 10.000 Klicks, die 10.000 Likes, das wäre so eine krasse Zahl, das im Handy einzugeben. Aber das ist eine Anspielung, die verstehst du nicht. Ja, okay. In diesem Sinne, meine Freunde, wir sehen uns wahrscheinlich morgen, wünschen euch noch einen schönen Sonntag und sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.